So, und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ich weiß auch nicht, was in den letzten Folgen genau bei mir am PC gewesen war, dass OBS der Meinung war, dass wir die Kamera, den Mikrofon von der Kamera, den hier, wo ihr mich sehen könnt, dass das hier quasi das ist, womit es aufgenommen werden soll. Und nicht mein Mikro, das ich hier... toll. Und nicht das Mikro, das ich hier habe, das Ding hier. Jetzt bin ich runtergefallen, schön. Weiß auch nicht, was sich OBS da gedacht hat, dass das eine gute Idee ist. Nach dem Update. Aber das ist halt passiert. Aber egal. Ich muss irgendwie einen Weg nach da oben finden. Und ich komme hier so nicht hoch. Kann sein, dass wir jetzt ein paar Mal drauf gehen werden. Ja, aber es tut mir wirklich leid, dass die letzten Folgen, ich glaube, das waren insgesamt 10 Folgen, wo das mit OBS so schrecklich war, mit meiner Sprachaufnahme. Dass ihr mich nicht vernünftig gehört habt, dass ihr mich über die Kamera halt gehört habt, über den Cue. Und ja... So kann sein, dass wir jetzt aber auf jeden Fall nochmal drauf gehen werden. Gut, dass wir aber gespeichert haben. Nein, nein, nein! Okay. Drauf gehen werden wir so oder so. Wir werden ein paar Mal versuchen, da hochzukommen. Das war jetzt ein bisschen doof von mir. Aber egal. Jetzt gehen wir noch einmal hoch. Ich will da rüberspringen können. So. So will ich da gleich rüberspringen. Und... Okay, das haben wir nicht überlebt. Können wir nochmal hier laden? Nein! Jetzt springe ich auch noch wieder hier runter. Egal. Quatschen wir nochmal mit Lester. Ich bin verletzt. Kannst du mir helfen? Hier! Nimm diesen Heiltrank! Dem Ziel entgegen. Ja, okay. Was haben wir hier eigentlich? Feuerball, Telekinese. Ich glaube, das ist das. Es fehlen 3 maximale Mana, um diesen Gegenstand anzulegen. Kann ich irgendwie mit irgendwas meinen Mana erhöhen? Mana ist schon Maximum. Ja, wir futtern mal das ganze Reis. Bin ich auch mal froh, dass wir den dann los sind. Ist ja nicht mehr viel. Und noch einmal das. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich sonst da hochkommen soll. Ich habe nicht genug Mana. Habe ich irgendwie... Ich habe 10 Lernpunkte. Wir gehen einmal... Ich glaube, im Sumpflager war das. Mit jemandem sprechen, der uns vielleicht ein bisschen Mana quasi erhöhen könnte. Dass wir zumindest, was Mana angeht, auf 10 sind. Sumpflager ist ja auch nicht allzu weit von hier, meine ich. Aber da kommen wir erstmal auch nicht hoch. So. Hä? Ich wollte schon sagen, was wird mit dem Typ los? So. Fackeln haben wir aber auch hier eine Menge. Thank you.
irgendwo hier war ja der schnellste Weg in Richtung Sumpflager. Und da war eine Sternschnuppe. Ihr dürft euch alle was wünschen, da war eine Sternschnuppe. So, erstmal wieder zurück. Bisschen Mana auftanken. Denn dann können wir ja die Telekinese machen. Und uns das Ding da oben holen, den Fokus. Gleich gegenüber legen wir uns auch gleich mal eben eine Runde pennen irgendwo. Wäre auch sinnvoll, wäre eine Lösung. Yoshi will wieder die Pumpe hochklettern. Ich finde das super. Immerhin ist er sportlich unterwegs. Sportlicher als ich in letzter Zeit. Ich hatte eigentlich vorgehabt, auch seit einigen Jahren wieder mal Parcours anzufangen. Also, ja. Ich hatte das ja früher mal gemacht, hatte aber dann einen Unfall gehabt. Und hatte dann damit aufgehört. Und ich hatte eigentlich vorgehabt, das irgendwie dieses Jahr sogar noch wieder anzufangen, aber irgendwas hält mich davon ab. So, der innere Schweinehund, man ist sich zu bequem geworden. So, würde ich echt gerne aber wieder mal machen. Aber ich glaube, ich habe einfach viel zu viele Ausreden, warum ich das eben nicht mache. Wer war das, der mir Dings beibringen konnte? Magie. Yoru? Wie komme ich an die Magie des Schläfers? Baal Kadar verkauft Runen und Spruchrollen. Aber das nützt er ja nicht viel, wenn er nicht mit dir redet, richtig? Vielleicht kann einer der anderen Gurus dir helfen. Okay, dann müssen wir halt mit den ganzen Gurus hier quatschen. Suchen wir die mal. Aber wer halt für dich, muss nicht mehr jeder wissen. So, Baal Kadar. Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. Komm, machen wir mal so. Und nochmal so. So, wie viel Mana haben wir jetzt? 17. 17 Mana. So, jetzt ist es am besten, wenn wir irgendwo pennen gehen. Boah, ich sehe jetzt gerade gar nichts, trotz Taschenlampe. Nenne ich es mal so, Taschenlampe. So, wir werden gleich eh angeschissen. Hey, du! Raus hier! Sonst... Ja, ich gehe schon raus. Ihr wollt nur pennen. Ihr wollt hier nur ein Powernap machen, ja? Ja, komm, spring doch einfach. Ja. Bisschen zu spät, aber egal. Er ist gesprungen. Achso, die Taschenlampe können wir ausschalten. So, wer hätte gedacht, dass wir jemals wirklich Magie brauchen? Haben wir ein bisschen Fleisch hierfür? Jo, haben wir. Hier alle, wenn ich jetzt das hier mache. Ach, krass.
kann die alle aktivieren. Bleiben die dann auch aktiviert? Boah, nice. Können die alle einfalten? Also... ja, anfächern. Anzünden. So. Brauchen wir nicht mehr? Lass mich mal vorbei. Gonadrat? Das ist mir zu langsam, auf jeden Fall. Ein kleiner Taschendiebstahl wäre jetzt super. Das wäre auch noch ein bisschen üben. Und zur Not können wir den allen auch noch auf Maul hauen. Volles Grund aufs Maul. Ist auch nicht so schnell. So. Ne, da oben. Da müssen wir hin. Hier unten rum bringt es mir ja nichts. Da ist der Weg, die Klippe, an der wir entlang müssen. So, und hier lang. Nee, noch nicht. Da, da ist der Weg, da ist die Straße. Überlegen wir uns mal, wie wir an den Fokus jetzt kommen. Muss es doch irgendwie einen einfachen Weg geben. Ich liebe dieses Abrollen. Hier ist noch Rabenkraut und Nachtschatten. Die habe ich ja total übersehen. Wie konnte das denn passieren? Ja, wirklich. Hier habe ich aber alles. Ich glaube, das lässt das Blut, was hier rumliegt. Wieder hoch. Dann können wir uns jetzt endlich das Ding da oben holen. So. Wo haben wir die Rolle? So, Fokus aus der Bergfestung. Wo ist das Ding jetzt hin? So, das Ding können wir wieder wegmachen. Wir brauchen ja eigentlich im Grunde gar keine Magie. Aber jetzt haben wir zumindest ein bisschen was auf Vorrat an Magie. Kann man das so sagen? Kann man das so nennen? Dass wir Magie auf Vorrat haben? So.
hier. Dann habe ich jetzt, glaube ich, alle, die ich gekommen bin, oder? Nun haben wir beide, was wir wollten. Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Wir sehen uns wieder. So. Okay, wer waren jetzt die ganzen Leute, mit denen wir jetzt hier unterwegs waren? Also Diego, Lester, Gorn. So, wir sind hier unten. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon alle, oder? 1, 2, 3. Drei habe ich. 4. Von der Trollschlucht. Ja, ich habe alle 4. Einer ist ja noch bei den Wassermagiern. Im neuen Lager. Machen wir uns dahin mal auf den Weg. Und schauen mal, ob wir nicht vielleicht noch den einen oder anderen den Orks da aushalten können. Vielleicht mache ich auf. Auf die 2 mal ein Safe Game. Dann machen wir mal so. Mit etwas Glück schaffen wir ja die Orks. Obwohl, das dauert ja noch, bis wir bei denen sind. Hier oben haben wir ja schon alle ausgeschaltet. Ach so, genau, über die Brücke müssen wir. So. Das scheint auch eine offene Landschaft zu sein hier bei den Orks. Irgendwo sind noch irgendwelche Viecher hier. Bestimmt da in der Burg hier sind noch irgendwo Untote oder andere Orks. Nur weil ich aber in der Story noch nicht weitergekommen bin, kann ich die noch nicht finden oder zu denen gelangen. Mich feiert das eigentlich, wie geil die Macher hier, Piranha Bytes, eigentlich die kleine Map so groß wirken lassen. Ich feiere das. Weil hier hast du eigentlich wirklich an jeder Ecke irgendwo irgendwas. Aber weil die Gegner da, wo du dann hin willst zum Erkunden, zu stark sind, und die Wege tausendmal laufen darfst, feiere ich das aber trotzdem ein bisschen so, dass das dann so riesig wirkt. So, hier müssten dann irgendwo die Orks sein. Irgendwo noch warten. Da waren wir schon. In einer der letzten Folgen, wo die Audio von mir vermasselt wurde. Genau, da sind die Orkhunde. Die kommen wir leicht an. Es sind halt die Orks selber, gegen die ich nicht ankomme. Gegen die habe ich kein Problem. Thank you.
So. So, erstmal alles looten. So, hier schnell ein Save Game. Machen wir auch wieder auf die 2. So, jetzt eben ganz schnell was futtern. So, was futtern wir? Komm, den Moos. Und hier Mondschatten. So. Und ein bisschen Fleisch. Können wir die da auch nochmal looten? Save Game auf die 2. Warum? Das sind 3. Da hinten gibt es noch Beiß. Ne, 4 sind das. Kann ich einen anlocken? Von den Orks würde ich gerne einen anlocken. Ja. Anlocken. Ja. So. Jetzt brauchen wir wieder Leben, bisschen Gesundheit. So, was können wir nehmen? Komm. Machen wir den zweimal. Passt. Nochmal ein Safe Game. So, und dann können wir den da direkt. Jo. So, machen wir den noch ein bisschen leer. Den da brauchen wir nicht zu speichern. So, und dann noch die Beißer da vorne. Sein, das sind gesonderte Beißer. Nee, das ist ein Da sind auch wieder Orks. Aber ich will jetzt nur die Beißer. Komm, die Beißer. Okay, das war einfacher als gedacht. Ich hab geglaubt gehabt, einer der Orks da hinten würde schon sich auf den Weg zu uns machen. Achso, wir sind jetzt hier bei den Orks. Ah.
aber ich sehe mal zu, dass wir wieder stärker werden. Wir sind schon Stufe 19. Ja, Sapperlot. Stufe 19 haben wir schon geschafft. Also haben wir schon insgesamt 190 Erfahrungspunkte gesammelt. Also nicht Erfahrungspunkte, sondern Lernpunkte. Na, hier waren wir ja schon mal. Aber wir können hier gerne öfters mal nochmal einen kleinen Besuch abstatten. So, was kann ich mir... Für Gomez. Okay, ich kann Ihnen nicht erzählen, dass ich einige der Orks schon abgeschlachtet habe. Schade. So. Aber wir können hier dem alten Lager nochmal einen kleinen Besuch abstatten. Und hier eben auch noch mal ein bisschen braten. So, wir haben ja ein bisschen was zum Braten eingesammelt. Können wir dann halt machen. So, zum Braten haben wir nichts mehr. Kann die Dexter noch was verkaufen? Für Gomez! Für Gomez! So, zeig mir deine Ware. Sein, aber ich habe hier nur den. Ja, ein bisschen kann ich ihm noch was andrehen. Kann schon sein. So, was kann ich ihm andrehen? Was passiert, wenn ich noch besser schlafe? Nee, das sind keine. Das sind sehr, sehr viele. Was? Nicht so viel Quatsch. Muss nicht gleich jeder wissen, was damit zu tun haben. So, 105. Ja, komm. Nehmen wir ihm den ganzen Rest hiervon ab. Nee, die will ich nicht. So, was kann ich ihm noch abnehmen? Kalums Rezept. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändert. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Kann ich die auch komplett abnehmen? Wäre das ganz anders gelaufen. Lass uns lieber über was anderes reden. Was passiert, wenn ich nochmal. So, wenn ich jetzt... Könnte schon sein. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, wie viel ist das? Wird sogar 15. Jo, so das passt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, Quatsch. So, wem kann ich noch was verkaufen? Hier, da war noch der Fisk. Lass dich auf jemanden... Für Gomez. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Der hat nur noch... 55 Erz. Oh, und noch ein paar Dietriche. Rasiermesser, Becher, Zähne, Flügel, Schüssel. Karte zur Altmine, Waldbeeren, Rabenkraut. Manche lernen eben gar nicht dazu. Pfeil, komm, Pfeile nehmen wir auch noch mit. Kurzbogen, Reiterbogen, Fürhaken. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Manche lernen ja, sonst hat er nichts. Man muss ja nicht gleich jeder nix vom Wert für uns. So, aber wir können ihm jetzt... Oh, alte Streitaxt für... Aber es ist zweihändig, die brauchen wir dann nicht. Urok, auch Zweihand. Auch Zweihand. Hätte ich mal gucken sollen. Nach dem Wert. Ja gut, dann machen wir erst einmal die Zähne. Lass dich auf jemanden, du bist verlassen. Es ist egal. Aber behalte für dich, muss nicht gleich jeder wissen. So, annehmen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. So, sonst kann ich noch irgendwas bestimmt verkaufen, oder? Nicht Whistler? Whistler kann ich nichts verkaufen. Das ist ja.
oben, genau. Oben gab es noch jemanden. Aber behalt's für dich. Den ich gerade verkaufen konnte. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Gequatscht. Das ist viel. Kann schon sein. Ich glaube kaum, dass uns lieben. Verlass dich auf. Hör nicht mehr auf das Gefasel. So, der Dude. Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte. Bolzen hatte 1 Million. Langbogen. Obwohl, ich könnte mir die ganzen Bolzen wieder zurückholen von dem. Ich hole mir einfach mal alle Bolzen von dem wieder. Oder nee. Lassen wir mal. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg ins neue Lager. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.